Viele Leute im Binnenlande kennen unseren Hafen nicht. Deshalb geb ich musikalisch heute mal Hafenunterricht. Wasser ist der Hauptbestandteil und das ist auch nicht verkehrt. Wasser hat sich für die Schifffahrt immerhin ganz gut bewährt. Ja, der Asphalt, der weicht schon allerhand. Vom Hafen, vom Schifffahrt, vom Konten oder Land. Ja, der Asphalt, der weicht schon allerhand. Vom Hafen, vom Schifffahrt, vom Konten oder Land. Häfen liegen meist am Wasser und der Grund liegt auf der Hand. Auch ein Schiff muss heute sehr schnell sein und das wäre es kaum an Land. Wasser ist auch für die Segler weitaus wichtiger als man glaubt. Stellt euch vor, eine Bootsregatta ohne Wasser wie das Staub. Lässt ein neues Schiff man bauen auf der sogenannten Werft, werft man meist das alte weg. Warum hat die Werft den Namen Werft? Muss am Schiff gedoktert werden, legt man es im Dock zur Ruhe. Liegt das Dock weit von der Kneipe, sagt man trocken Doktor zu. Ja! Kleine Schiffe mit Motor kauft man ein per Kasselbahn. Deshalb nennt man sie Barkasse, na das ist wohl jedem klar. Fährt am Sonntag mal ein Frauenverein per Schiff nach Helgoland. Nennt man so ein Schiff Schraubendampfer, das ist weit und breit bekannt. Ja! Ein bekannter Wissenschaftler sagte mal, dass man vielleicht unsere Frauen so im Leben mit dem Bergungsschiff vergleicht. Zieh uns in den Ehrhafen, wo kein Sturm weht, Puck und Wind. Wenn sie kein, da haben sie mir wohl so ein Art Kriegsschiff angedreht. Ja! Fragt ihr, woher weiß der alles, was er hier erzählt? Ja, ich soll zwar Captain werden, denn auch gar nicht viel Befehl hat das Studium aufgegeben, denn ein Haken war dabei. Da soll ich dann Sextanten kennen, leider hab ich doch bloß drei.